So, und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Und wir werden auch sofort loslegen mit unserer nächsten Fracht. Die müssen wir uns erstmal allerdings aussuchen. Schneller Auftrag und gucken wir mal. Wer kann denn da Nein sagen? 5081 Euro kriegen wir dafür. Na, die nehmen wir doch glatt. Weil das ist nämlich auch wieder genau die hochwertige Fracht. Ich wechsle immer hier Sternchen und hast du nicht gesehen, was das alles ist. Gut, aber 5081, das ist perfekt. Fahren wir mal nach Poznan. Nicht Potsdam. Wunderbar. Gentlemen, Ladies and Gentlemen, wer auch immer, starten Sie Motoren. Gut, das hat auch schon mal schneller geklappt. Aber was soll's? Wir wollen losfahren. Dumm. Ah, mit dem Bremsen muss ich auch nochmal lernen. Aber wir wollen ja erstmal schauen, ob da einer kommt. Jawohl. So, freie Bahn mit Marzipan. Und wieder nach rechts und dann nochmal auf rechts. Oh, man fährt ja hier nur noch im Kreis. Leicht über den Bordstein mit dem Hänger, aber kommt in den besten Kreisen vor. Schon wieder viel zu schnell. Warum sagt mir das mal keiner? Toll, jetzt wo wir am. Nee, doch nicht gut. Jetzt sind wir aus Berlin raus. Trotzdem weiterhin 50. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was wir transportieren, aber so wie ich sehe, sind das wieder nur diese blöden. Ja, was sind das? Druckbehälter? Aber für Druckbehälter so viel Kohle. Was soll's? Dafür machen wir's. Ich möchte mir schließlich auch demnächst mal einen neuen LKW zulegen. Da geradeaus. Wieder die super herrlichen Kurven hier, das ist, wo man gerne mal ranbrettert. Ich habe jetzt auch mal, wie man wahrscheinlich auch merkt, die Lenkung ein wenig verändert. Es ist immer noch nicht das Wahre. Ah, war ja doch richtig. Aber es ist schon tausendmal besser als vorher.
langsam mal wieder Licht an. Upsala. Ja, man lässt sich doch immer sehr schnell ablenken. Einmal kurz woanders hingeguckt und schon kommt man von der Spur ab. Dass wir jetzt schlafen gehen müssten. Also wenn mir jemand Tipps geben kann, wie ich das Lenkrad hier noch besser einstellen kann, wäre ich euch sehr verbunden. Denn mir geht das nämlich hier richtig auf den Geist. Bevor die Fragen kommen, wenn sie überhaupt kommen. Ich habe das Hammer Racing Wheel V... was ist das hier? V16? V18? V18, genau. Also Hammer Racing Wheel V18. Könnt ihr mir gerne Tipps dafür geben. Bremsen die denn immer hier ab? Kann man nur den Kopf schütteln. So. Ach, reicht noch nicht. Müssen wir noch mal Stücke vor. Guten Tag auch. Was kostet es denn überhaupt? So wirklich lesen. Schade. Na gut, wir bezahlen mal und fahren einfach weiter. Dankeschön. Und schön in die Kamera winken. Hallo. Oh, und schon sind wir wieder auf der Tour.
der A2 Richtung, also in Polen. Mann, Mann, Mann. Ja, wenn man so für sich immer nur spielt, ja, da guckt man eigentlich gleich nach. Man setzt sich einfach rein und düst einfach los. Wie gesagt, da fährt man auch mal hier halt so Schlangenlinien und ach, ist mir doch alles scheißegal und was soll's. Wie gesagt, und man fährt einfach stur nach Navi und dann wunderbar. Also für Let's Plays das zu machen, ist es doch schon ein bisschen anstrengender, weil man doch sich ein bisschen mehr versucht Mühe zu geben. Um auch mal eine anständige Fahrweise an den Tag zu legen, was ja bei mir noch nicht so wirklich der Fall ist. Aber das kommt noch. Deswegen, wie gesagt, werde ich auch erst in den Multiplayer reingehen, wenn ich wirklich eine gute Lenkrad-Einstellung habe und bin, ja, auch ein bisschen sicherer hier im Fahren bin. Weil ich habe schon mitbekommen, dass im Multiplayer, wenn da einer Mist zusammenfährt, auf gut Deutsch gesagt, das kommt nicht so gut den anderen gegenüber. Da versuchen ebenso gut die Leute genauso professionell zu fahren, wie sie selber nur können. Die geben sich da richtig Mühe. Dann soll da nicht so ein Scherzkeks da wie ich ankommen und dann alle von der Straße wegrammen, nur weil man zu blöd ist zum Lenken. Deswegen warte ich da noch ein bisschen. Noch 56 Kilometer. Mann, dann haben wir es ja fast geschafft. Im Wirklichen auch mal so wäre, dass man einfach nur fährt ein Stück und so dann wie hier, wie gesagt, 200 Kilometer innerhalb von 20 Minuten, ohne Stau natürlich. Wie gesagt, also das wäre doch mal was Feines. So, und nun kommen wir wieder an so eine schöne Mautstelle. Zahlen wir und wunderbar. Gibt aber hier Stoff. Dachte, ich kann ihn einfach überholen, aber nee. Ich hoffe mal, der will sowieso abbiegen. Jawohl. Bin ich ihn gleich los. Der dahinter will auch rüber. Wunderbar. Aber 14 Kilometer bedeutet, wir sind so gut wie da. Gott sei Dank funktioniert der Blitzer hier gerade nicht. Haha.
Wir müssen hier raus. Entschuldigung. Oh, Mann. Ohne zu gucken, rüberbrettern, kam ja eh keiner. Aha. Und so schnell haben wir unsere 5000 in der Tasche. Da kann man doch nicht Nein dazu sagen. Sie schon. Oh, 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 da hinten ist ein. Oh, ich glaube, ich werde erstmal ein Stückchen noch weiterfahren. Mal gucken, was da hinten das schöne Fragezeichen zu bedeuten hat. Ob wir da vielleicht einen Händler haben oder nur ein Arbeitsamt. Alle Ampeln hier ausgefallen. Oh. Autsch. Der war nicht gut. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Oh mein Gott. Ja. Okay, so viel war es das mit den 5000. Da geht jetzt einiges garantiert von ab. Arbeitsagentur, naja. Verdammt und zugenäht. Da habe ich doch tatsächlich... Naja, dumm gelaufen, sag ich mal. Sehr dumm. Ach ja, so ist es halt. Erst hat man hier nur Ampelausfall, dass man hier schon grüne Welle hat, ja. Und hier hat man nur rot. Ist ja alles nicht mehr wahr. Jetzt steht der auch noch vor der Ampel. Du Blödmann. Und dann auch noch ohne Ladung. Ich habe auch schon etliche Male versucht mal so zu fahren, aber beziehungsweise so, aber so ist immer noch am schönsten. So, kommen wir jetzt auch wieder auf den Hof an.
kriege ich so nicht auf die Reihe. Nee, ganz und gar nicht. Da waren Kisten im Weg. Verdammt. Ja gut, dann machen wir uns das mal einfach. Nehmen wir mal die Perspektive. Ach, falsche Lenkung. Falsche Richtung. Ah, nein, der Herrscher. Rum, habe ich schon umgekarrt. Ach, meine Herrschaft, wir haben wieder falsche Richtung gelenkt. Oh, das kann doch halt nicht wahr sein. So blöd zum Einparken hier. So, jetzt aber. Doch schon besser aus. Ach Mann. Sagt mir der eigene schweigende Hund, ich will, möchte hier anständig versuchen einzuparken. Oh. Komm, wie ist das Stücke? Jawohl. Oh, nur gute Arbeit. Alles klar. Wie viele haben wir im Endeffekt bekommen? Au. 500 Abzug. Eieiei. Na gut, aber wir haben es geschafft. Ein paar EPs haben wir gekriegt. Wunderbar. Genau. So, ja. Dann war es das auch mal wieder für diesen Part. Ein paar Minuten länger, als ich eigentlich wollte, aber so ist es halt. Gut, na dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst mir, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Abonniert mich, falls ihr es nicht getan habt und... Sage mal Tschüss, bis zum nächsten Part, euer Ben Hoshi.